Licht ins Dunkel bringen, Gravitationslinsen im Kosmos ist mein Thema. Und ich möchte Ihnen zunächst beschreiben, warum wir, wie Herr Rix bei der Einführung schon gesagt hat, warum wir glauben, dass fast alles im Universum dunkel ist. Und ich möchte Ihnen dann beschreiben, wie wir trotzdem herausfinden können, nicht nur, wie dieses Dunkle verteilt ist, sondern auch, wie viel es davon gibt und wie wir uns langsam versuchen können, einen Reim darauf zu machen, woraus das Universum tatsächlich mehrheitlich zusammengesetzt sein könnte. Ich fange mit diesem Bild hier an. Sie wissen wahrscheinlich alle, was es zeigt. Das ist eine Galaxie, eine der großen Nachbargalaxien unserer Milchstraße im Universum. Das ist der sogenannte Andromeda-Nebel, den Sie hier sehen. Und was hier aufgetragen ist, als Funktion des Abstands vom Zentrum von dieser Galaxie, ist die Geschwindigkeit, mit der die Sterne in der Galaxie um das Zentrum der Galaxie umlaufen. Das kann man messen. Das kann man messen, indem man ein Spektrum der Sterne aufnimmt und dann im Spektrum nachmisst, wie weit die typischen spektralen Linien im Spektrum der Sterne verschoben sind und in welche Richtung. Das heißt, wir können bei so einer Spiralgalaxie tatsächlich nachmessen, wie schnell die Sterne um das Zentrum der Galaxie laufen. Und wir können uns insbesondere auch überlegen, wie schnell sie umlaufen sollten. Denn wir können ja zum Beispiel annehmen, dass die Materie in der Galaxie, die Masse dieser Galaxie genauso verteilt sein könnte wie das Licht. Und wir könnten uns aufgrund dessen überlegen, wie schnell sollten die Sterne umlaufen, so dass sie bei ihrer Umlauf, bei ihrer gemessenen Umlaufgeschwindigkeit von der Schwerkraft der Galaxie gerade gehalten werden. Sie kennen das ja, wenn Sie ein schweres Gewicht an einem Strick um sich herum schwingen, dann müssen Sie mit umso größerer Kraft halten, je schneller Sie diesen Gegenstand um sich schwingen. Das heißt, je schneller die Sterne umlaufen, umso mehr Gravitationskraft brauchen sie. Das heißt, wir können uns fragen, wie schnell sollten denn die Sterne umlaufen, wenn die Materie so verteilt wäre, wie das Licht hier in der Galaxie verteilt ist. Und dann würde die rote Kurve hier rauskommen. Das sehen Sie hier berechnet. Gemessen ist was anderes, gemessen ist die blaue Kurve hier. Und das heißt, wir sehen, soweit das Auge reicht, bei solchen Galaxien eine annähernd konstante Umlaufgeschwindigkeit, annähernd unabhängig, wie weit wir vom Zentrum entfernt messen. Vielleicht kommt Ihnen was komisch vor an diesem Diagramm. Ich meine, die Kurve hier geht sehr viel weiter raus, als Sie hier Sterne sehen. Sie können dieselbe Messung wiederholen, beispielsweise mit Wasserstoffwolken. Und Sie würden zum selben Ergebnis kommen. Was Sie anhand dieses Diagramms sehen, ist, die Sterne laufen außen in der Galaxie sehr viel schneller um, als sie eigentlich sollten. Und das heißt, die Materie, von der wir angenommen haben, dass sie so verteilt sein könnte wie das Licht, die reicht nicht aus, um diese Sterne zu halten. Die Schwerkraft, die wir aufgrund der Materie bekämen, wenn die Materie so verteilt wäre wie das Licht, die würde nicht reichen, um diese Sterne festzuhalten, weil sie sich hier draußen immer noch so schnell bewegen. Und es bedeutet, da muss mehr sein. Da muss mehr Materie sein, als wir sehen, die dazu in der Lage ist, die Sterne trotz ihrer hohen Umlaufgeschwindigkeit, Sie sehen, es geht hier rauf auf ungefähr 220 Kilometer pro Sekunde und bleibt dort, also die Sterne trotz dieser hohen Umlaufgeschwindigkeiten tatsächlich festzuhalten. Das ist ein Hinweis darauf, dass in diesen Galaxien sehr viel mehr Materie enthalten ist, als wir tatsächlich sehen können, und wir nennen sie dunkle Materie, zunächst mal ohne zu wissen, was es sein könnte. Sie können annähernd dasselbe Experiment wiederholen, indem Sie sozusagen auf der kosmischen Hierarchieskala eine Stufe höher gehen und jetzt nicht Sterne in Galaxien betrachten, sondern Galaxien in Galaxienhaufen. Und was Sie hier sehen, ist ein Galaxienhaufen, der Galaxienhaufen im Sternbild Koma. Fast alles, was Sie auf diesem Bild sehen, sind Galaxien. Hier sind zwei Sterne zum Beispiel, hier einer, da einer, der Rest. Hier ist noch einer. Der Rest dieser Punkte, der Rest dieser Flecken auf diesem Bild sind Galaxien. Und diese Galaxien bewegen sich in Galaxienhaufen auch mit sehr hohen Geschwindigkeiten. Und zwar mit Geschwindigkeiten von ungefähr vielleicht 700, vielleicht 800, vielleicht 1000 Kilometern pro Sekunde. Und wenn Sie mit 1000 Kilometer pro Sekunde hier unten loslaufen, dann brauchen Sie bis hier oben ungefähr 1 Milliarde Jahre.
Also die sind auch groß. Aber jetzt können Sie bei den Galaxienhaufen wieder dieselbe Frage stellen. Wie viel Masse brauche ich, um Galaxien festzuhalten, die sich mit solchen Geschwindigkeiten bewegen? Wie viel Masse brauche ich, um Galaxien festzuhalten, die auf diesem Raum hier stehen, in diesem Raumgebiet, und die sich mit Geschwindigkeiten von bis zu 1000 Kilometer pro Sekunde bewegen? Dann kriegen Sie einen Wert raus, einen bestimmten Zahlenwert, egal wie hoch. Und dann können Sie dieselbe Frage nochmal stellen und fragen, wie viel Masse brauche ich denn, um so viel Licht zu machen? Ja, Sie brauchen ja, um das Sternlicht zu erzeugen, das Sie hier in diesen Galaxien gebündelt sehen, brauchen Sie ja auch eine gewisse Menge Materie. Sie brauchen ja auch eine Masse, um dieses Licht zu erzeugen. Und wenn Sie die beiden Werte, die Sie auf die Weise kriegen, also die Antworten auf die Fragen, wie viel Masse brauche ich, um das Licht zu machen, das ich sehe, oder wie viel Masse brauche ich, um die Galaxien festzuhalten, die sich hier mit 1000 Kilometern pro Sekunde bewegen, dann stellen Sie fest, Sie brauchen ungefähr 10-mal mehr Materie, Masse, um die Galaxien zu halten, als Sie brauchen, um so viel Licht zu machen. Das heißt, Sie sehen auf dieser etwas höheren kosmischen Hierarchieskala, auf der Skala der Galaxienhaufen, letzten Endes genau dasselbe, wie es auf der Skala der Galaxien auch zu sehen war, nämlich wir brauchen, um die Bewegung der Galaxien in Galaxienhaufen, beziehungsweise die Bewegung der Sterne in Galaxien zu verstehen, ungefähr 10-mal mehr Materie, als wir uns anhand des Lichtes, das wir beobachten können, erklären können. Bei weitem die meiste Materie im Universum scheint dunkel zu sein. Das sind zwei sehr direkte Argumente, die ich Ihnen hier zeigen kann, und entsprechend sind diese Argumente auch schon relativ alt. Es ist tatsächlich auf dieser Skala von Galaxienhaufen zum ersten Mal vor inzwischen fast 80 Jahren entdeckt worden, dass es dunkle Materie geben muss. Fritz Zwicky hat 1933 schon gefunden, dass Galaxienhaufen offensichtlich wesentlich mehr Materie enthalten müssen, als wir uns anhand des Lichtes der Galaxienhaufen erklären können. Das zwingendste Argument für dunkle Materie zeige ich Ihnen jetzt. Und es geht damit los, dass wir, wenn wir den Himmel betrachten, was Sie hier sehen, ist eine Himmelskarte in dieser elliptischen sogenannten Mollweide-Projektion. Was Sie hier sehen, ist ein Infrarotbild, ein Bild des infraroten Himmels. Und der Grund dafür ist, dass Sie im infraroten Spektralbereich, im Gegensatz zum sichtbaren Spektralbereich, durch die Galaxie durchschauen können. Also Sie sehen hier im Vordergrund die Milchstraße, die Ebene der Milchstraße, und im infraroten Spektralbereich ist also möglich, im Unterschied zum optischen, durch die Milchstraße hindurchzuschauen. Und das ist der wesentliche Grund, warum ich Ihnen ausgerechnet dieses Bild zeige. Und Sie sehen den gesamten Himmel überzogen mit Galaxien. Ja, das soll Ihnen zeigen, dass wir uns in unserer kosmischen Nachbarschaft umgeben sehen von einer Fülle von Strukturen. Das Universum ist nicht gleichmäßig, offensichtlich, zumindest nicht in unserer Nachbarschaft, sondern es ist sehr reich strukturiert. Und Sie sehen hier diese einzelnen Objekte, diese Klumpen, die sich hier bilden. Das sind Galaxienhaufen, so wie Sie vorhin einen gesehen haben, den Komahaufen. Und Sie sehen diese Galaxienhaufen verbunden durch diese filamentartigen Strukturen. Der ganze Himmel ist übersät von diesen Strukturen. Und damit stellt sich natürlich die Frage, wo kommen die her? Was war der Ursprung dieser Strukturen, die wir heute in unserem Universum finden? Und wenn Sie zurückgehen in der zeitlichen Entwicklung des Universums und fragen, wo könnte der Ursprung dieser Strukturen gelegen haben, dann führt uns das zurück auf das obere Bild hier, das Sie hier sehen. Und es ist wieder ein Bild der Milchstraße. Also wieder sehen Sie eine Himmelskarte in derselben Art von Projektion. Sie sehen auch hier wieder entlang des Äquators sozusagen die Milchstraße, genau wie hier in diesem Bild. Nur diesmal ist das Bild nicht erzeugt im infraroten Spektralbereich, so wie hier rechts unten, sondern im Bereich der Mikrowellen. Ja, während man hier Infrarotlicht genommen hat, das also direkt an das langwellige Ende unseres sichtbaren Spektralbereichs anschließt, sehen Sie hier Mikrowellen. Das heißt, das ist aufgenommen worden mit einer Wellenlänge des Lichts zwischen ungefähr einem Zentimeter und 0,3 Millimeter Wellenlänge, also erheblich größeren Wellenlängen.
Das war die erste Himmelskarte, die der europäische Planck-Satellit geliefert hat. So, und was Sie hier sehen, ist natürlich vor allem die Milchstraße wieder. Sie sehen vor allem die Mikrowellenemissionen der Milchstraße. Aber wenn Sie daneben schauen, wenn Sie hier in der Nähe dieser nördlichen galaktischen Kappe oder in der Nähe der südlichen galaktischen Kappe schauen, dann sehen Sie so eine Struktur, dann sehen Sie so einen etwas strukturierten Himmel durchleuchten hier. Das heißt, stellen Sie sich vor, Sie nehmen jetzt die Mikrowellenemissionen der Milchstraße weg. Dann kommt das. Ja, das war jetzt ungeplant. Wir mussten wegen leichter technischer Schwierigkeiten meine Präsentation auf einen anderen Laptop bringen. Und jetzt funktioniert diese Animation nicht gut. Also, ich drücke hier nochmal auf den Knopf. Ja, verkehrt. Jetzt sehen Sie das Bild verschwinden. Sie sehen die Struktur allein, die Sie sehen würden, wenn Sie die Vordergrundemissionen abziehen können. Gut, dann bleiben wir eben bei diesem Bild. Und bei den Strukturen, bei diesen Helligkeitsschwankungen am Mikrowellenhimmel, die Sie hier durchschimmern sehen, das ist der sogenannte kosmische Mikrowellenhintergrund. Das ist Restwärmestrahlung des Urknalls. Und diese Restwärmestrahlung des Urknalls zeigt, dass selbst zu der Zeit, in der der kosmische Mikrowellenhintergrund entstanden ist, das liegt fast 14 Milliarden Jahre zurück, dass selbst zu dieser Zeit schon Strukturen im Universum angelegt waren. Denn andernfalls würden wir auf dieser Karte hier in der Nähe dieser galaktischen Kappen diese Strukturen nicht sehen. Das heißt, wir sehen den Anfangszustand des Universums 400.000 Jahre nach dem Urknall. Wir sehen den Endzustand des Universums in unserer Umgebung. Das hier war der Anfangszustand, das hier ist der Endzustand. Und die Frage ist, wie kommen Sie von hier nach dort? Wie kommen Sie innerhalb von 14 Milliarden Jahren von dieser Struktur, die wir also weit in der Vergangenheit im sehr frühen Universum beobachten können anhand dieser Restwärmestrahlung, wie kommen wir von dieser Struktur hier zu dieser Struktur, die jetzt unser Universum ausfüllt? Und die Antwort, die Sie bei einer naiven Betrachtung kriegen, ist nie im Leben. Nie im Leben. Sie kommen beim besten Willen nicht von dieser Struktur bis dahin. Die Schwankungsamplitude dieser Strukturen hier, also die Unterschiede zwischen Höhen und Tiefen, betragen relativ zum Mittelwert dieser kosmischen Restwärmestrahlung 100.000stel. Auf einem Ozean von 1000 Meter Tiefe entspricht es einem Wellengang von einem Zentimeter Höhe. Das sind winzig kleine Strukturen, sehr schwache Strukturen. Und die Frage ist also, kriegen Sie solche schwache Strukturen in 14 Milliarden Jahren dazu, so stark ausgeprägte Strukturen wie in unserer Umgebung im Universum vorhanden sind, wie sie in unserer Umgebung im Universum direkt beobachtbar sind? Und die Antwort ist, das geht nicht. 14 Milliarden Jahre sind viel zu kurz, als dass sie von hier nach dort kämen. Es sei denn, bei weitem die meiste Materie im Universum bestünde aus dunkler Materie, aus Materie, die mit Licht überhaupt nicht wechselwirken kann. Und der Grund, warum es mit dieser dunklen Materie gehen würde, aber nicht mit leuchtender, ist einfach, dass die Strukturen in der dunklen Materie schon erheblich stärker ausgeprägt sein können als Strukturen in gewöhnlicher Materie ausgeprägt sein müssen, um solche Strukturen in der Mikrowellenstrahlung zu erzeugen. Materie, die nicht mit Lichtwechsel wirken kann, hinterlässt in dieser Restwärmestrahlung des Urknalls einfach ein sehr viel geringeres Signal, einen sehr viel schwächeren Fingerabdruck sozusagen. Und das heißt, wir verstehen überhaupt nur dann, wie unser Universum sich aus diesem beobachtbaren Anfangszustand zu diesem beobachtbaren Endzustand entwickelt haben kann, wenn wir annehmen, dass bei weitem die meiste Materie im Universum nicht nur zufällig nicht mit Licht wechselwirken kann, weil sie aus Ziegelsteinen oder Zementsäcken besteht, Heidelberger Zementsäcken natürlich, sondern weil sie aus einer Form von Materie besteht, die grundsätzlich nicht mit Licht wechselwirken kann, die also nicht an der elektromagnetischen Wechselwirkung teilnimmt. Wir wissen nicht, was es sein könnte. Wir wissen nicht, woraus diese dunkle Materie bestehen könnte. Wir haben verschiedene Arten von Vermutungen.
Eine dieser Vermutungen ist, dass es sich um schwach wechselwirkende Elementarteilchen wie zum Beispiel Neutrinos handeln könnte. Aber das sind Vermutungen. Wir sehen in der Astronomie, dass etwa 90% der kosmischen Materie aus dunkler Materie bestehen. Wir sehen, dass ohne diese dunkle Materie die Entwicklung des Universums, so wie sie beobachtet wird, nicht hätte stattfinden können. Wir wissen aber nicht, woraus diese dunkle Materie besteht. Und das heißt, wir finden uns in dem Universum wieder, das bestimmt wird durch dunkle Materie. Wir sehen, dass diese Strukturen, die wir heute im Universum beobachten, vergleichbar sind zu den Schaumkronen auf hohen Wellen. Ja, das sind also letzten Endes nur angedeutete Strukturen ganz oben auf einem Gebirge aus dunkler Materie. Und die Frage ist jetzt, wie können wir überhaupt irgendwie feststellen, wie viel von dieser dunklen Materie im Universum verteilt ist, wie diese dunkle Materie verteilt ist, welche Arten von Strukturen sie bildet und so weiter und so weiter. Wir hätten eine Vorstellung davon, und dann zeige ich Ihnen hier diese Simulation von unserem Kollegen Volker Springel. Was Sie hier durch die Farben dargestellt sehen, ist nicht Helligkeit, sondern tatsächlich Dichte dieser dunklen Materie. Das heißt, was man hier getan hat, ist, man hat ein gewisses Modell für die dunkle Materie angenommen, eine bestimmte Hypothese für die dunkle Materie gemacht und sich dann überlegt, wie würden sich Strukturen aus dieser dunklen Materie im Universum entwickeln. Das heißt, man hat die kosmische Entwicklung, die kosmische Strukturbildung im Computer nachvollzogen. Und Sie sehen auch hier auf dieser Abbildung Galaxienhaufen, Filamente und so weiter, so wie auf der Karte vorher. Das heißt, unter der Annahme dunkler Materie können wir reproduzieren, was wir im Universum beobachten können. Die Frage ist nur, wie verhält das Universum sich wirklich? Also wie sind diese Strukturen aus dunkler Materie, von denen wir ausgehen müssen, aufgebaut? Welche Materieverteilung haben wir? Wie wachsen diese Strukturen im Lauf der kosmischen Entwicklung an? Und so weiter und so weiter. Haben wir überhaupt irgendeine Chance, in diesem dunklen Universum zu finden, wie dunkle Strukturen aus dunkler Materie innerlich aufgebaut sein könnten? Das ist die Frage. Das ist die Frage, der wir auf diese Weise nachgehen. Licht hilft. Ja. Was Sie hier sehen, ist der Versuch einer Darstellung von zwei Lichtstrahlen im flachen Raum. Ja, Sie sehen dieses Koordinatengitter. Das soll den flachen Raum darstellen. Sieht also aus wie ein Stück Rechenpapier. Sie sehen, dass von diesem Punkt hier hinten angedeutet zwei Lichtstrahlen ausgehen, und diese zwei Lichtstrahlen, dargestellt durch diese roten Linien, die tun genau das, was Sie üblicherweise von zwei Lichtstrahlen erwarten, nämlich, dass sie sich einfach ordentlich geradlinig ausbreiten. Das heißt, dass der Abstand zwischen diesen beiden Lichtstrahlen linear zunimmt, linear anwächst, während sich das Licht auf diesen Lichtstrahlen ausbreitet. Die Breiten sind also geradlinige Lichtstrahlen. Jetzt kommt Einstein und sagt, Moment, das ist jetzt ungünstig. Ja. Können Sie das sehen? Also was Sie sehen sollten ist, es entsteht eine Beule. Ja, es entsteht eine Beule in dieser dargestellten Raumzeit. Ich drücke nochmal auf den Knopf hier. Sehen Sie, es senkt sich ein, die zwei Lichtstrahlen. Sehr ungünstig. Nochmal. Also, was es darstellen soll, ist, Sie haben diesen zunächst flachen Raum. Dann sagt Einstein mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie, wenn ich in diesen flachen Raum eine Masse bringe, beispielsweise die Sonne oder eine Galaxie oder einen Galaxienhaufen oder was Sie eben zur Hand haben, dann verformt diese Masse die Raumzeit so, als würden Sie auf ein gespanntes Gummituch eine schwere Stahlkugel legen. Das Gummituch senkt sich ein. Das heißt, es bildet sich eine Mulde hier, die Sie dann, ich verspreche es nochmal kurz, sehen werden. Und die Mulde sorgt dafür, dass die Lichtstrahlen jetzt eben nicht mehr geradlinig an dieser Masse vorbeilaufen, sondern so an der Masse vorbeilaufen, als würden sie
wie zwei Radfahrer in einer überhöhten Kurve zum Beispiel, aufeinander zulaufen. Als würden sie aufeinander zugezwungen. Nochmal. Beule, aufeinander zulaufen. Tut mir leid. Gehen wir eins weiter, hier sehen Sie es nochmal. Also, ursprünglich flache Raumzeit, ne? Hier ist alles in Ordnung. Dann setzen Sie hier eine Masse rein, hier in diesem Beispiel die Sonne. Dann sehen Sie den Lichtstrahl, wie er hier in diese Senke reinläuft, dabei abgelenkt wird, aus der Senke wieder rausläuft und dann geradlinig weiterläuft zur Erde. Und was Sie von der Erde aus sehen, ist ein Stern dort, wo die rückwärtige, geradlinige Verlängerung des einlaufenden Lichtstrahls enden würde. Und es ist woanders, als der Stern tatsächlich ist. Sehen Sie, der Stern ist hier, sein Lichtstrahl läuft hier um die Sonne herum. Was Sie aber sehen, ist den Stern an einem anderen Ort. Und beachten Sie, weil diese anziehende Wirkung dieser Mulde den Lichtstrahl zur Sonne hin ablenkt, deswegen erscheint der Stern von der Sonne weg verschoben. Ja, weil wir eben den Stern dort sehen, wo die rückwärtige Verlängerung dieses Lichtstrahls am Himmel enden würde. Mit anderen Worten, Einstein behauptet, Massen lenken Licht ab. Sie tun das so, als würde das Licht tatsächlich angezogen von den Massen. Und es würde dazu führen, dass beispielsweise in der Nähe der Sonne Sterne nach außen verschoben werden. Aha, sagte das. Es ist eine lange Geschichte, was Sie überhaupt erwarten von dem Verhalten von Licht in einem Gravitationsfeld. Und deswegen möchte ich kurz darauf eingehen, was wir über Licht annehmen müssen, um überhaupt davon sprechen zu können oder um überhaupt davon ausgehen zu können, dass Schwerkraft auf Licht wirken soll. Sehen Sie, natürlich wirkt Schwerkraft auf jeden materiellen Körper. Wenn Sie einen Stein in die Luft werfen, fällt er wieder runter. Wenn Sie einen Planeten um die Sonne führen, dann läuft er auf einer Ellipsenbahn um und so weiter. Das ist soweit alles klar, aber da handelt es sich jeweils um zwei Massen. Hat Licht eine Masse? Wirkt Gravitationskraft, wirkt die Schwerkraft auf Licht? Das ist eine Frage, die seit Newtons fundamentalen Arbeiten über das Gravitationsgesetz, über die Schwerkraft, jahrhundertelang unbeantwortet geblieben ist. Weil man eben nicht wusste, soll man davon ausgehen oder soll man es nicht tun, dass Schwerkraft überhaupt auf Licht wirkt. Newton hat sich die Frage gestellt, ich habe hier erstmal ein Bild von Newton mitgebracht, dann ein Buch über Optik des Newton. Gut, er hat es früher veröffentlicht, aber das ist die vierte Auflage von 1730. Und in diesem Buch schreibt Newton, ach herrje, also in diesem Buch stellt Newton die Frage auf, ob man nicht erwarten sollte, dass materielle Körper, die Sonne beispielsweise, Planeten beispielsweise, auf Licht wirken, und zwar so, dass die Lichtstrahlen gebogen werden, zu diesen massereichen Körpern hin. Aber Newton kann die Antwort nicht geben. Er weiß es einfach nicht. Er kann die Antwort nicht geben, weil er nicht weiß, ob Licht eine Masse zuzuschreiben wäre oder nicht. Newton spekuliert bereits darüber, dass Licht ein Strom von Teilchen sein könnte. Aber er weiß es nicht. Und weil er es nicht weiß, deswegen formuliert er das in Form einer Hypothese und lässt es so stehen. Er sagt, ich vermute das. Ich vermute, dass Schwerkraft auch auf Licht wirken könnte, aber ich weiß es nicht. Soweit 1730. Sehr gut, er bleibt. Sie sehen hier Johann Georg von Soldner, der zumindest eine Zeit seiner Karriere lang der Direktor der Münchner Universitätssternwarte war. Und Johann Georg von Soldner hat 1801 eine Arbeit geschrieben, in der hier dann am Ende schreibt, hoffentlich wird es niemand bedenklich finden, dass ich einen Lichtstrahl geradezu als schweren Körper behandle.
Sehen Sie, er geht weiter als Newton. Er sagt, ich gehe davon aus, dass Licht tatsächlich irgendwie mit Schwerkraft beeinflussbar ist. Ich gehe davon aus, dass Licht durch Schwerkraft angezogen werden kann. Ich weiß es zwar auch nicht. Ne? Er sagt, na, hoffentlich wird es niemand bedenklich finden. Das heißt, er geht davon aus, dass Sie alle das bedenklich finden würden. Ja? So, und dann sagt er, und überdies, man kann sich kein Ding denken, das existieren und auf unsere Sinne wirken soll, ohne die Eigenschaft der Materie zu haben. Aha, also hier gibt er ein Argument. Und er sagt, wenn ich Licht sehen kann, ne, dann wechselwirkt es ja offenbar mit der Materie, aus der mein Auge besteht. Und dann wird es schon irgendwie die Eigenschaft von Materie haben. Und dann muss es der Gravitationskraft unterliegen, alles klar. Und dann muss es natürlich auch der Schwerkraft unterliegen. Dann muss es nach dem Newtonschen Gravitationsgesetz abgelenkt werden. Und dann rechnet er aus. Dann geht's los, dann rechnet er aus, wie stark Licht am Sonnenrand abgelenkt werden müsste. Und er findet ein Ergebnis von 0,8 Bogensekunden. Das heißt, der Lichtstrahl kommt an, Bogensekunden. Lichtstrahl kommt an, verläuft so gerade am Sonnenrand entlang, wird von der Sonne abgelenkt um 0,8 Bogensekunden, das ist nicht die Welt, und läuft dann leicht abgelenkt weiter. Das ist die erste Berechnung der lichtablenkenden Wirkung der Schwerkraft. Dann kommt Einstein, sehen Sie, die Geige mitgebracht, und Einstein rechnet es auch aus, und Einstein kommt mit den Frühformen seiner allgemeinen Relativitätstheorie 1911 zu dem Ergebnis 0,83 Bogensekunden. Das ist genau dasselbe Ergebnis wie das, was Johann Georg von Soldner 1801, übrigens veröffentlicht 1804 dann, gefunden hat. 0,8 Bogensekunden. Und Gott sei Dank hat es niemand gemessen. Gott sei Dank hat es niemand nachgemessen. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder so ein Unfall. Ja, sehr bedauerlich. Denn 1916, nachdem Einstein fertig war mit der allgemeinen Relativitätstheorie, Relativitätstheorie hat ein festgelegtes Geburtsdatum, es war der 25. November 1915, und dann hat Einstein 1916 mit der fertigen Theorie diese Rechnung wiederholt und kam auf den doppelten Wert. 1,7 Bogensekunden. Es gibt einen guten Grund, warum er auf den doppelten Wert kam. Er hat sich nicht einfach verrechnet. Er hatte nur zu dem Zeitpunkt dann, 1916, die vollständige allgemeine Relativitätstheorie zu seiner Verfügung. Und dann kommt tatsächlich der doppelte Wert raus. Und jetzt müssen Sie entscheiden. Ja? Hat Soldner recht, der anhand der Newtonschen Gravitationstheorie 0,8 Bogensekunden rauskriegt? Oder hat Einstein recht, der aufgrund seiner neuen Theorie 1,7 Bogensekunden rauskriegt? Tut mir leid, dass Sie es nicht sehen können, aber wie auch immer. Nachgemessen haben es diese Herren hier. Da war noch ein Dritter dabei, von dem habe ich kein Bild gefunden. Das ist ein Herr Dyson, das ist Herr Eddington. Das war Eddingtons treibende Kraft hinter der folgenden Beobachtung. 1919 fand eine totale Sonnenfinsternis statt, die aus der Südsee zu beobachten war. Das heißt, Eddington hat zwei Expeditionen zusammengestellt, die 1919 in die Südsee gereist sind, um dort diese Sonnenfinsternis zu beobachten. Warum Sonnenfinsternis? Naja, Sie müssen ja beobachten, ob Sterne, die Sie nahe an der Sonne beobachten, nach außen verschoben erscheinen. Ja, aber dann müssen Sie Sterne nahe der Sonne sehen können. Und normalerweise ist die Sonne natürlich viel zu hell, das heißt, Sie müssen abwarten, bis der Mond die Sonne verdunkelt, und dann können Sie Sterne sehr nahe an der Sonne sehen. Das sehen Sie hier auf diesem Bild wahrscheinlich nicht, aber es ist auf dem Bild zu sehen, das ist aus der Originalarbeit von 1920 dann. Da sehen Sie zwei Sterne markiert zum Beispiel, sind noch mehr drauf. Anhand derer diese Expeditionen dann nachgemessen haben, wie weit diese Sterne tatsächlich verschoben erscheinen. Ergebnis wird gleich wieder verschwinden. Ergebnis ist, Einstein hatte recht. Es sind 1,7 Bogensekunden. Es kam raus 1,6 noch was plus minus 0,3. Ja, es war nicht unbedingt zwingend, aber es war ein sehr deutlicher Hinweis. Die schreiben auch in ihrer Arbeit dann am Ende, das ist ein sehr deutlicher Hinweis darauf, dass Einsteins allgemeine Relativitätstheorie, der doppelte Wert, den Einstein, doppelte Wert der Ablenkung, den Einstein mithilfe seiner Theorie berechnet hat, dass das tatsächlich der richtige Wert ist. Das war das Ereignis, 1920 dann die Veröffentlichung dieser Ergebnisse, das war das Ereignis, was Einsteins Weltruhm begründet hat. Danach hat er gelegentlich seinen Beruf als Fotomodell angegeben.
So, dann, Sie sehen, 9. Oktober 1919, Einstein hat schon erfahren, worum es geht. Er schreibt hier an die Zeitschrift der Naturwissenschaften eine ganz lapidare Bemerkung. Übrigens hat Eddington nachgemessen, findet 1,8 Bogensekunden, die Theorie fordert 1,7. Das ist seine Theorie, schreibt er gar nicht erst. An seine Mutter schreibt er hier eine Postkarte. Wir sehen hier am 27. September 1919. Liebe Mutter, heute eine freudige Nachricht. Hendrik Anton Lorenz hat mir mittelegrafiert, dass die englischen Expeditionen die Lichtablenkung an der Sonne wirklich bewiesen haben. Das hat die liebe Mutter gefreut, die war krank zu dem Zeitpunkt. Dass allerdings die englischen Expeditionen die Lichtablenkung aufgrund seiner Vorhersage wirklich bewiesen hätten, das ist eine optimistische Interpretation. Aber dass der doppelte Wert eher wahrscheinlich war als der einfache, dass also der Wert eher wahrscheinlich war, den die allgemeine Relativitätstheorie vorhergesagt hat, das scheint zu dem Zeitpunkt einfach fest geglaubt worden zu sein. Das ist der Gravitationslinseneffekt. Übrigens, es gibt wirklich nichts, was man nicht auch politisch verwenden könnte. Man kann selbst das. Sie sehen hier, hier hat jemand, ich sage gleich, wer dieser jemand war, hier hat jemand die alte Arbeit von Soltner nochmal ausgegraben. Sie sehen hier Johann Soltner 1801 mit einer Vorbemerkung von Philipp Lehnert. Und Philipp Lehnert schreibt hier, ja, da hat mal jemand die Lichtablenkung am Sonnenrand nachgerechnet, hat 0,85 Bogensekunden rausgebracht. Naja, und dann schreibt er hier, 1921, diese Ablenkung ist durch die bisherigen Sonnenfinsternisbeobachtungen anscheinend bestätigt worden. Das heißt, er liest aus denselben Messungen das gegenteilige Ergebnis raus. Warum tut er das? Weil er das so wollte. Philipp Lehnert war der berüchtigte Schöpfer der deutschen Physik, in der er sich gegen den jüdischen Einfluss Albert Einsteins gewandt hat. Und deswegen, weil Albert Einstein Jude war, deswegen konnte die allgemeine Relativitätstheorie nicht richtig sein. Und deswegen musste Lehnert darauf drängen, dass erstens die Messung der Sonnenfinsternisbeobachtung, also die Verschiebung der Sterne am Sonnenrand, besser mit dem Newtonschen von Soltner ausgerechneten Wert übereinstimmen musste. Und daraufhin veröffentlicht er nochmals die alte Arbeit von Soltner, um darauf hinzuweisen, das ist nicht Einsteins Verdienst, der diesen Ablenkwinkel ausgerechnet hat, sondern Soltner konnte das alles schon sehr viel früher. Sehr interessant, Sie sehen Heidelberg, Radiologisches Institut, drüben Philosophenweg 12, 20. Juli 1921. Es hat sich nicht bestätigt. Stellen Sie sich vor, das ist ungefähr der Blick von da drüben. Ja. Sie kennen ja das Gebäude hier, schon leicht beschädigt, seit 1694. Stellen Sie sich vor, Sie betrachten dieses Gebäude jetzt durch eine Gravitationslinse, Marke Einstein. Dann sehen Sie sowas hier. Es bleibt leider nicht, aber Sie haben die Verzerrung erkannt, denke ich. Nochmal. Schaut verheerend aus, ne? Also, wenn Sie von Ihrem Optiker eine Brille kriegen, die so abbildet, dann gehen Sie wahrscheinlich wieder hin und geben sie zurück. Warum? Nicht, warum Sie zurückgeben, das sehe ich ein. Aber warum Gravitationslinsen so abbilden? Optiker würden sagen, die sind astigmatisch. Die verzerren unglaublich. Das kommt einfach daher, wenn Sie zwei Lichtstrahlen in einem kleinen Abstand voneinander an der Sonne vorbeischicken oder an irgendeiner Masse vorbeischicken, dann wird der Lichtstrahl, der etwas näher an der Masse vorbeiläuft, stärker abgelenkt als der etwas weiter etwas weiter von der Masse entfernt läuft. Das heißt, der innere Rand eines Objekts, das Sie durch eine Gravitationslinse abgebildet sehen, wird stärker abgelenkt als der äußere Rand. Deswegen führen Gravitationslinsen zu einer Verzerrung. Für optische Systeme ist diese Verzerrung grässlich. Für Gravitationslinsen ist genau das Richtige, weil wir anhand dieser Verzerrung feststellen können, dass da welche sind. Ja. Ohne die Verzerrung würden sich die Gravitationslinsen ja nicht verraten, weil die Gravitationslinsen zu dieser Verzerrung führen. Deswegen haben wir überhaupt die Chance, diese Gravitationslinsen zu sehen. So,
Jetzt schließt sich langsam der Kreis. Ja? Wir wissen, da draußen sitzt eine Menge Material, dunkle Materie, keine Ahnung, was es sein könnte. Aber was wir wissen ist, diese Materieverteilung, ob dunkel oder nicht, die verbeult die Raumzeit. Und aufgrund dieser Beulen in der Raumzeit führt die Materieverteilung zu einer Ablenkung von Licht. Einsteins Gravitationslinseneffekt. Und wir wissen seit der Sonnenfinsternisbeobachtung von 1919, dass Einstein da vermutlich ganz recht hat. So, zweite Beobachtung. Der Gravitationslinseneffekt wirkt extrem astigmatisch. Ja, der verzerrt alles, was hinter ihm steht. So, und das heißt, Sie können aufgrund der Verzerrung, die Sie beobachten können, rekonstruieren, wie die Linse beschaffen war, die zu dieser Verzerrung führt. Das ist übrigens genau dieselbe geometrische Optik, die Sie aus Ihrem Alltag kennen. Sie kennen doch wahrscheinlich diese geriffelten Glastüren, ja? Die Wohnzimmertüren. Ja? So, stellen Sie sich vor, im Wohnzimmer brennt Licht, ja? Meinetwegen jetzt eine Adventskerze. Und Sie schauen vom dunklen Flur aus durch diese geriffelte Glastür ins Wohnzimmer. Was sehen Sie? Ja, Sie sehen nicht die Kerze, Sie sehen viele Bilder dieser Kerze. Ja, Sie sehen viele Lichtflecken, verzerrte Lichtflecken, die durch diese geriffelte Glastür aus dieser einen Kerze im Wohnzimmer abgebildet werden. Was wir anhand des Gravitationslinseneffekts tun oder mit Hilfe des Gravitationslinseneffekts tun, ist im Wesentlichen genau dasselbe, als würden wir aufgrund der Verzerrungsmuster, die Sie auf dieser geriffelten Glastür beobachten können, rekonstruieren wollen, wie dick an welcher Stelle dieses geriffelte Glas ist. Wir tun genau dasselbe, nur dass die Dicke des Glases in dem Beispiel mit der geriffelten Wohnzimmertür der Dichte der dunklen Materie auf der anderen Seite entspricht. Das Einzige, was wir dazu wissen müssen, ist, wie sieht denn eigentlich die Wirklichkeit ohne Gravitationslinsen aus? Das ist eine andere Frage. Also gut, gibt es die wirklich? Ja, sie gibt es. Ich zeige Ihnen ein paar Beispiele. Oh je, das sind jetzt wieder animierte Bilder. Na gut. Also, Sie sehen hier das erste Objekt, von dem wirklich klar war, dass es sich um ein Objekt handelt, das durch die Gravitationslinsenwirkung einer Galaxie in zwei Bilder zerlegt wird. Sie haben einen Lichtstrahl, der auf der einen Seite der Galaxie vorbei zu Ihnen fliegt, einen Lichtstrahl, der auf der anderen Seite der Galaxie vorbei zu Ihnen fliegt. Deswegen sehen Sie zwei Bilder im Fall von starken Gravitationslinseneffekten. Und hier sehen Sie das erste Objekt, bei dem diese Aufspaltung tatsächlich beobachtet wurde. Die ist nicht groß. Sie sehen hier unten eine Bogensekunde. Das ist also eine Aufspaltung von wenigen Bogensekunden hier. Aber was wir jedenfalls wissen ist, diese Galaxie steht weit im Vordergrund dieses sogenannten Quasars, der hier diese beiden Bilder verursacht. Und das heißt, der eine Quasar, um den es sich eigentlich handelt, der kann überhaupt nicht vermeiden, durch den Gravitationslinseneffekt dieser Galaxie hier abgebildet zu werden, weil die Galaxie eben da ist. Und die Masse der Galaxie reicht bei weitem aus, um diese Aufspaltung des Quasars in zwei Bilder zu erklären. Es gibt schönere Bilder, die können Sie jetzt nur nicht sehen. Sie sehen hier ein Vierfachbild. Und es bleibt ein Wunder. Gut, Sie sehen hier ein Vierfachbild. Das kriegen Sie dann, wenn die Linse nicht kreisrund ist, sondern leicht elliptisch verzerrt. Dann kriegen Sie statt zweier Bilder vier Bilder, die Sie hier abgebildet sehen. Und Sie können jetzt anstatt punktförmiger Quellen, die dann halt punktförmige Bilder erzeugen, ausgedehnte Bilder zeigen. Egal, dann gehen wir hier einfach eins weiter. Hier sehen Sie einen Galaxienhaufen. Also, Sie müssen sich das klar machen, ja? Wir hantieren hier mit Linsen, die Galaxienmasse haben. Das sind so 100 Milliarden Sonnenmassen.
Wir hantieren jetzt hier mit Galaxien, die Galaxienhaufenmassen haben. Die sind nicht mehr besonders handlich. Also hier handelt es sich um ungefähr 10 hoch 14 bis 10 hoch 15 Sonnenmassen, die hier als Gravitationslinse wirken. Der Grund ist natürlich, Gravitation ist eigentlich furchtbar schwach. Ich habe Ihnen ja beschrieben, wenn Sie einen Lichtstrahl direkt an der Sonne vorbeischicken, dann wird der an der Sonne abgelenkt um, ist es noch, 1,7 Bogensekunden. Der Effekt ist halt so furchtbar klein. Ja, und deswegen brauchen Sie große Massen, um bedeutende Effekte zu erzielen. Aber hier sehen Sie wirklich einen bedeutenden Effekt. Ja. Sehen Sie mal, das hier ist ein stark verzerrtes Bild einer Galaxie, die weit im Hintergrund dieses Galaxienhaufens steht. Also wir schauen auf diese Galaxie in sehr großer Entfernung durch diesen Galaxienhaufen durch. Und das heißt, das Licht dieser Galaxie passiert den gesamten Galaxienhaufen und wird dabei natürlich abgelenkt und wird dabei verzerrt, weil Gravitationslinsen eben so schrecklich astigmatisch sind. Das heißt, was Sie hier sehen, ist eigentlich eine unschuldige Galaxie, wie zum Beispiel die hier oben. Ja. Nur, dass sie eben das Pech hat, wir haben das Glück, so nah an diesem Galaxienhaufen zu erscheinen, dass ihr Licht auf diese drastische Weise hier verzerrt wird. Das ist ein extremes Beispiel für Verzerrung durch Gravitationslinsen. Ich wollte Ihnen das eigentlich noch mal deutlicher zeigen, aber Sie wissen ja, es ist gleich passiert. Genau. Deswegen bleiben wir noch einen Moment bei diesem Bild hier. Sie sehen natürlich diese starke Verzerrung hier in der Nähe des Zentrums dieses Galaxienhaufens, das hier auf dieser Galaxie liegt. Aber Sie sehen auch diese schwächeren Verzerrungen in sehr viel größerer Zahl, die Sie hier erkennen können, wenn Sie von diesem Galaxienhaufen langsam weglaufen. Der Effekt der Verzerrung, der Effekt dieses Astigmatismus wird deutlich schwächer. Das ist schon klar. Nur die Objekte, die davon betroffen sind, werden eben sehr viel mehr. Und das heißt, wir können nicht nur diesen starken Gravitationslinseneffekt, der hier zu diesen beträchtlichen Verzerrungen führt, sondern auch den schwachen Gravitationslinseneffekt, der eben zu den viel schwächeren Verzerrungen, aber zu sehr viel mehr Verzerrungen führt, dazu verwenden, um zu rekonstruieren, wie ist die Masse verteilt, die zu diesen Verzerrungen führt. Und der Vorgang ist tatsächlich genau dasselbe wie bei dem mit der geriffelten Glasplatte. Durch die hindurch Sie etwas beobachten, was Ihnen ungefähr bekannt ist, und aus dessen Verzerrungen Sie dann rekonstruieren, wie stark, wie dick ist an welcher Stelle diese Glasplatte. Das ist genau dasselbe, was wir hier tun. Wir glauben annähernd zu wissen, wie diese Galaxien aussehen, die uns hier schwach verzerrt erscheinen. Wie genau ist dann vielleicht ein Thema für die Fragerunde. Ja? Aber jedenfalls, das Prinzip ist genau dasselbe. Sie beobachten einen im Prinzip bekannten Himmel, der aufgrund des Gravitationslinseneffekts verzerrt erscheint. Sie korrigieren die Verzerrungen und stellen aufgrund dessen fest, wie die Materie verteilt sein muss, deren Gravitationslinsenwirkung diese Verzerrungen verursacht. Was kommt raus? Sehen Sie, wir können auf die Weise die Materie in diesen Galaxienhaufen beispielsweise regelrecht kartieren. Ja, so, als ob Sie eine Höhenlinienkarte vom Odenwald hätten. Sogar ein etwas beträchtlicheres Gebirge als der Odenwald hier. Also, was Sie hier sehen, diese Linien, sind Linien gleicher Höhe gewissermaßen, also gleicher Dichte in der dunklen Materie. Das heißt, wenn Sie sich diesen Berg hier vornehmen, oder dieses Gebilde hier vornehmen, dann sehen Sie von einer dieser Linien zur nächsten die dunkle Materie ansteigen. Ja, wenn Sie sich die Verteilung der dunklen Materie wie so einen Berg vorstellen, dann sind diese Konturen, die Sie hier sehen, einfach die Höhenlinien auf diesem Berg. Das heißt, wir können mithilfe dieses Gravitationslinseneffekts direkt rekonstruieren, wie ist die dunkle Materie räumlich verteilt. Ja, wir kriegen hier raus beispielsweise, natürlich sitzt der Berg vor allem dort, wo diese Galaxien sind. Wir sehen hier einen ganzen Höhenzug, der von dort ausgeht und auf dem noch weitere Hügel liegen. Sie sehen, dass die dunkle Materie
wesentlich glatter verteilt ist, als das Licht verteilt ist. Also Sie sehen sehr viel mehr Struktur in der Lichtverteilung. Das sind eben die einzelnen Klumpen, die diese Galaxien bilden. Die dunkle Materie selber ist erheblich glatter verteilt und bildet dieses Gebirge, das wir mit Hilfe des Gravitationslinseneffekts kartieren oder rekonstruieren können. Manchmal sieht man erstaunliche Dinge. Das ist ein kosmischer, es ist wahrscheinlich ein kosmischer Auffahrunfall, der eben, weil Galaxienhaufen, ja, kosmische Autos, aus dunkler Materie bestehen, anders abläuft als ein Auffahrunfall bei uns. Was ist zunächst mal der Befund? Also Sie sehen hier verschiedene Farben gemischt. Sie sehen in Blau, mit diesem blauen Schleier und mit diesen blauen Konturen hier, die Verteilung der dunklen Materie rekonstruiert anhand des Gravitationslinseneffekts. Und Sie sehen, hier ist was und da ist was. Also Sie sehen zwei Klumpen aus dunkler Materie. Und Sie sehen in Rot Gas, heißes Gas. Das können Sie im Röntgenbereich leuchten sehen, das ist ein anderes Thema. Aber jedenfalls Rot ist heißes Gas und dieses heiße Gas liegt in der Mitte zwischen diesen beiden Klumpen aus dunkler Materie. Und was wir hier zu sehen vermuten ist, dass Sie das Endprodukt hier vor sich haben, einer Kollision von zwei Galaxienhaufen. Es dürfte sich um die energiereichsten Ereignisse im Universum handeln. Jeder dieser Galaxienhaufen bringt ursprünglich sein eigenes heißes Gas mit. Die dunkle Materie der beiden Klumpen fliegt praktisch ungebremst durcheinander durch. Das Gas des einen Galaxienhaufens bleibt aber oder wechselwirkt mit dem Gas des anderen Galaxienhaufens und bleibt deswegen in der Mitte liegen. Das heißt, was wir aufgrund des Gravitationslinseneffekts hier vermutlich erkennen können, ist, dass nach diesem kosmischen Auffahrunfall oder Durchfahrunfall die beiden Teile aus dunkler Materie, die sich hier getroffen haben, einfach durcheinander durchgeflogen sind, während das Gas, das mit den Galaxienhaufen verbunden war, in der Mitte liegen geblieben ist. Was wir daraus schließen können ist, um wie viel schwächer wechselwirken die Teilchen dunkler Materie miteinander, als die Gasteilchen miteinander wechselwirken können. Das heißt, es ist nicht nur hübsch anzuschauen, sondern wir können daraus auch fundamentale Physik zurückschließen. Wir können sagen, wie stark dürfen die Teilchen aus dunkler Materie höchstens miteinander wechselwirken, so dass wir dieses Ergebnis bekommen können. Das Ergebnis ist erschütternd übrigens. Wenn Sie jedem einzelnen dunkle Materieteilchen unterstellen, dass es auch nur einmal während einer Zeit von 10 Milliarden Jahren ein anderes sieht, dann geht das nicht. Die müssen derart ignorant, derart blind durch die Welt laufen, dass es ihnen innerhalb von 10 Milliarden Jahren nicht gelingt, ihren nächsten Nachbarn zu sehen. Solche Einschränkungen an die Eigenschaften dunkler Materie lassen sich aufgrund solcher Beobachtungen ziehen. So, ein kleines technisches Bild. Also, wenn Sie sich daran zurückerinnern, ich habe Ihnen am Anfang eine Simulation gezeigt. Eine Simulation der kosmologischen Strukturbildung, da bilden sich ja auch solche Klumpen. Und erstaunlicherweise finden diese Simulationsrechnungen für den inneren Aufbau dieser Klumpen immer dasselbe Ergebnis. Das heißt, Sie betrachten einen dieser Klumpen, Sie gehen ins Zentrum des Klumpens und fragen, wie fällt jetzt die Materiedichte, wie fällt die Materiemenge nach außen ab? Und Sie stellen fest, es ergibt sich eine Kurve wie die hier. Und dann ist natürlich die Frage, welche Eigenschaften haben denn tatsächlich beobachtete Galaxienhaufen, also beobachtete Galaxienhaufen, die tatsächlich im Universum vorliegen. Und das geben diese Messpunkte an. Und das heißt, wir können hier direkt überprüfen, passt unsere simulierte Vorstellung von der kosmischen Strukturbildung tatsächlich zur Beobachtung kosmischer Strukturen. Und das Ergebnis scheint sich jetzt langsam herauszustellen, ist, das ist so. Ja. Also die Strukturen aus dunkler Materie scheinen tatsächlich genau so aufgebaut zu sein, wie unsere Simulationsrechnungen das vorhersagen.
Wie stehe ich mit der Zeit? Viel zu spät. Bitte? Oh. Also ich beeile mich. Eins wollte ich Ihnen noch sagen. Sie sehen hier einen Ausschnitt des gesamten Universums. Hier ist noch wenig Struktur, hier ist viel Struktur. Das heißt, Sie können sich vorstellen, die Entwicklung verläuft von links oben nach rechts unten, vorwärts in der Zeit. Stellen Sie sich vor, Sie schicken hier hinten einen Lichtstrahl los, der will irgendwie zu Ihnen. Und der muss natürlich auf dem Weg von hier hinten nach hier vorne an viel kosmischer Struktur vorbei. Und dabei wird er natürlich ständig abgelenkt. Ja, das heißt, das gesamte Universum wirkt als Gravitationslinse. Das heißt, wenn Sie einen bestimmten Ausschnitt des Universums beobachten, so wie den hier, mit dem japanischen Subaru-Teleskop aufgenommen, dann sollten Sie in der Lage sein, auch in diesem größeren Ausschnitt des Universums den Gravitationslinseneffekt des Universums zu sehen. Und das geht. Und Sie können dasselbe Experiment wie bei Galaxienhaufen auch mit gewissermaßen der Materieverteilung, der dunklen Materieverteilung im gesamten Universum wiederholen. Was Sie hier dargestellt sehen, sind zwei große Felder, die von einer bestimmten Himmelsdurchmusterung, dem sogenannten Canada-France-Hawaii-Legacy-Survey, aufgenommen wurden. Sie sehen hier vor allem weiße Punkte. Das sind Sterne, die aus diesem Bild heraus maskiert worden sind, weil man in deren Nähe diese Verzerrungen nicht beobachten kann. Aber sonst sehen Sie hier einfach Landschaft aus dunkler Materie. Auch wieder diese Höhenlinien, die Linien gleicher Dichte. Sie sehen eine Landschaft aus dunkler Materie vor sich liegen, die Sie anhand dieser Verzerrungen, anhand des Gravitationslinseneffekts direkt rekonstruieren können. Und dann zeige ich Ihnen noch was und dann ist Schluss. Das ist für mich eines der faszinierendsten Bilder, die uns der kosmische Gravitationslinseneffekt erlaubt hat. Diese kosmische Mikrowellen-Hintergrundstrahlung, von der ich am Anfang gesprochen habe, die ist entstanden, als das Universum 400.000 Jahre alt war. Das heißt, jedes einzelne Photon dieser Hintergrundstrahlung hat praktisch das gesamte Universum durchlaufen, bevor es bei uns ankommt. Das heißt, wir können nicht erwarten, durch das gesamte Universum hindurch den unveränderten kosmischen Mikrowellenhintergrund zu sehen, sondern was wir erwarten müssen zu sehen ist, ein kosmischer Mikrowellenhintergrund, der durch die Gravitationslinsenwirkung des gesamten dazwischenliegenden Universums abgebildet wird und verzerrt wird. Mit Hilfe des Planck-Satelliten, der uns diese Karte hier gegeben hat, von den Temperaturschwankungen im kosmischen Mikrowellenhintergrund, war es möglich, die Gravitationslinsenwirkung des gesamten vor diesem Mikrowellenhintergrund liegenden Universums zu rekonstruieren. Was Sie hier sehen, sind zwei Himmelskarten. Zwei, weil man das mit zwei verschiedenen Methoden getan hat, um sich sicher zu sein. Wird schon irgendwie stimmen, die Messung ist tatsächlich sehr schwierig, die Interpretation auch. Das heißt, Sie können den Ergebnissen, die Sie hier sehen, in ungefähr dem Grad glauben, wie die beiden Himmelskarten hier miteinander übereinstimmen. Das tun Sie nicht im Detail, aber Sie tun es in den großen Strukturen relativ gut. Was Sie hier abgebildet sehen, ist also so wie bei der geriffelten Glastür, der Brechungsindex, der optische Brechungsindex des gesamten Universums, das zwischen uns heute und dem anfänglichen Universum 400.000 Jahre nach dem Urknall liegt. Was ich Ihnen sagen wollte, ist einfach, wir wissen, dass das Universum zum allergrößten Teil, dass die Materie im Universum, die Strukturen im Universum zum allergrößten Teil aus dunkler Materie bestehen. Wir wissen nicht, woraus dunkle Materie, wie dunkle Materie zusammengesetzt ist. Aber anhand dieses Gravitationslinseneffekts, also aufgrund der Tatsache, dass Massen Licht ablenken, können wir durch die Beobachtung der Verzerrungen, die der Gravitationslinseneffekt ausübt, rekonstruieren, wie die Massen verteilt sein müssen, die zu diesen Verzerrungen führen. Das heißt, wir haben die Chance, die Verteilung dunkler Materie zu kartieren, obwohl sie Strukturen bildet, die uns andernfalls völlig unzugänglich sind.
Und es ist nicht nur auf der Skala von Galaxien oder Galaxienhaufen gelungen, sondern auch auf der Skala des gesamten Universums, das uns beobachtbar ist. Und zuletzt eben auf der Skala des gesamten Universums, das zwischen uns und dem kosmischen Mikrowellenhintergrund liegt. Und damit ist Schluss. Vielen Dank.